damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich habe wieder eine Frage einer Zuschauerin und die lese ich gerne mal vor. Sie fragt, was ist Liebe? Wie liebt man? Das ist eine Frage, mit der ich mich schon ziemlich lange beschäftige und ich kann mir vorstellen, dass es darauf keine perfekte Antwort gibt, aber mich würde deine Sichtweise dazu interessieren. In dem Buch Dunkelheit für immer gibt es nicht, liebt Wilma die Menschen einfach so, wie sie sind. Hast du das in deiner Arbeit miterlebt, dass da Fehler gemacht werden und vielleicht sogar immer die gleichen? Gibt es da so ein Fettnäpfchen, in das häufig getappt wird? Ja, eine gute Frage. Also ich würde auch sagen, die Liebe, das ist ein großes Thema und gerne sage ich meine Sichtweise dazu, die natürlich nicht jeder teilen muss. Ich persönlich unterscheide ganz gerne zwischen zwei Arten von Liebe. Und das eine wäre die bedingungslose Liebe, die wahre, freie Liebe. Und das andere ist die bedürftige Liebe. Und was man unter der wahren Liebe versteht, das lese ich gerne mal vor. Das wird auch sehr oft bei Hochzeiten vorgelesen, wenn Menschen sich binden. Dann gibt es einen Auszug aus Korinther 13. Und ich habe jetzt auch so einen Auszug, den viele, viele kennen. Und ich lese ihn einfach noch einmal vor. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ereifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie erfreut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ja, das klingt wunderschön. Sich so fühlen zu können, ist natürlich wunderbar. Ich kenne wenige Menschen oder ganz, ganz wenige, die wirklich in der Lage sind, wahrhaft zu lieben. Da schließe ich mich nicht aus. Also die meiste Liebe ist oft sehr bedürftig. Und ich würde sagen, Liebeskummer ist nicht nur ein Schmerz zwischen Mann und Frau, wenn es in Sachen Beziehung nicht klappt, sondern ich würde sogar sagen, alle Probleme der Welt sind Liebesprobleme. Ja, wenn wir jetzt diese bedürftige Liebe nehmen, woran liegt es denn, dass wir bedürftig sind? Jesus sagte, wie er das Verhalten der Menschen gesehen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Nicht-Wissen, was wir tun, heißt wirklich, dass wir so unbewusst sind, in all unseren Rollen, in unserem Verhalten, dass wir gar nicht wissen, wer wir sind. Um so lieben zu können, wie es gerade in Korinther 13 beschrieben wurde, ist es schon so, dass ich glaube, dass dieser Mensch diesen göttlichen Teil der Liebe in sich gefunden haben muss und aus diesem göttlichen Teil heraus fühlt und lebt. Wenn wir jetzt so ein paar Beispiele haben für bedürftige Liebe, weil viele meinen ja immer, sie lieben so. Viele meinen das wirklich. Und dieser letzte Satz, man erträgt alles, man duldet alles. Ja, da gibt es viele, die das sehr, sehr verwechseln. Ich mache mal ein Beispiel. Da ist jetzt eine Frau, die ist verheiratet mit einem Mann. Und dieser Mann, ja, der gibt ihr vielleicht gar nicht immer so die Wertschätzung. Sie möchte aber immer gewertschätzt werden und möchte immer von ihm geliebt werden. Und in ihrer Ehe passt sie sich so ziemlich schon mal an. Und da gab es mal so einen Satz, den er vor vielen Jahren vielleicht gesagt hat an Freunde und auch sehr unbedarft vielleicht gesagt hat, ja, sie will immer Recht haben. Ja? So, das heißt, wenn eine Frau hört, dass der Mann über sie gesagt hat, sie will immer Recht haben, dann ist sie das ja, fühlt sie sich ja nicht so geliebt, wenn er so etwas sagt. Und ab da hält sie sich zurück, wenn es um gemeinsame Entscheidungen geht, hält sie sich zurück, damit sie nicht dieses Muster bedient, sie will immer Recht haben und er wieder sie nicht so lieben kann, wie sie sich das wünscht. Aber meistens ist es so, weil es ist ja nicht echt, es ist eine Rolle und früher oder später kommt es wieder irgendwo durch. Das heißt, sie meint, sie liebt ihn so und darum darf er das alles so machen, wie er das will.
Und dann plante der 3 Wochen einen Umbau und 2 Tage bevor das dann umgesetzt wird, dann kommt bei ihr so eine Wut hoch und sie streiten. Ja? Das heißt, das Ganze ist nur passiert, weil sie nicht echt war. Das heißt, wenn ich mich liebe und wenn es um irgendwie Umbau geht, dann gucke ich, dass ich mit meinem Partner, dass wir beide uns da in der Mitte finden und nicht ich aus falscher Liebe dem anderen alles machen lasse, obwohl es mir gar nicht gefällt. Und ich dann, klar, wenn ich dahin kämen könnte, dass ich es dann auch so lasse und ich dann mich mit arrangiert habe, ist ja noch was anderes. Aber hier geht es ja darum, dass ich halt völlig bedürftig bin, nach der Liebe meines Mannes mich anpasse in ganz vielen Dingen und ich nicht merke, dass ich mich angepasst habe. Und bei jeder Gelegenheit sage ich, ja, ich dulde das, ich ertrage das alles, weil ich ihn so sehr liebe. Und das ist dann nicht wahr, das ist nicht wahrhaftig. Wir machen ein anderes Beispiel. Da ist jetzt ein Ehepaar mit einem Kind und die lassen sich jetzt scheiden. Und dieses Kind lebt vielleicht bei der Mutter und alle 14 Tage ist es beim Vater. Jeder von beiden möchte jetzt, dass das Kind ja, den Elternteil liebt und den anderen nicht mehr wie einen selbst. So die Mutter, die jetzt vielleicht für Schulaufgaben sorgen muss und für Ordnung im Haus, hat oft das Gefühl, ach, der Vater ist der Freizeit-Daddy, der macht die schönen Sachen und dann will das Kind viel lieber beim Vater sein. Und anstatt dann klare Regeln zu haben, kann sein, dass diese Mutter ihr Kind ein bisschen verzieht. Oder wenn das Kind so unordentlich ist, nicht so streng sein mag, weil es will nicht immer als blöde Mutter beschimpft werden. Ja, die Mutter ist abhängig von der Liebe des Kindes, weil sie nicht klar ist oder nicht richtig lieben kann. Wenn sie richtig lieben könnte, dann könnte sie nicht angreifbar sein. Ja, darum kann sein, dass sie nicht so gut in der Erziehung des Kindes ist, wie es dem Kind gut täte. Und dann wird es total verzogen, total viele Geschenke werden gemacht, völlig unrealistisch ist es dann am Ende, wenn beide Elternteile so aus Bedürftigkeit um dieses Kind kämpfen. Das ist keine Liebe. Ja? Das heißt, jemand, der liebt, der kann den anderen so lassen und kann aber immer eine klare Ansage machen. So für eine klare Ansage kann ich mal ein Beispiel machen. Das habe ich beim Eckhart Tolle mal gehört und das finde ich immer sehr gut, was es so zeigt. Das heißt, jemand, der liebt, der erduldet ja nicht alles, der erträgt nicht alles im Außen, er erträgt es im Innen. Aber es heißt ja nicht, dass er nicht in eine Handlung geht. Ja, der Eckhart Tolle hatte ein Beispiel, da hat ein Gast eine Suppe bestellt und der Ober bringt die Suppe. Und in dieser Suppe ist jetzt ein Haar. Und jemand, der richtig liebt, der nicht abhängig ist, dass das Verhalten des anderen so oder so sein muss, der bezieht es nicht auf sich, der könnte ganz klar und liebevoll zu dem Opa sagen, Herr Opa, da ist dein Haar in der Suppe. Ja, der wird es auch sagen, aber aus einem klaren Raum. Und der Opa wird sich gar nicht angegriffen fühlen wahrscheinlich, vielleicht schon, das wissen wir nicht, darum geht es auch nicht, aber es ist halt einfach gesagt worden. Und der bedürftig ist, der kriegt jetzt auch diese Suppe mit dem Haar. Und der bezieht es gleich auf sich. Und er sagt zum Ober, wie können Sie es wagen, mir so eine Suppe zu bringen? Ja, da beginnt es schon. Der ist nicht in Liebe. Der ist angreifbar. Der ist verletzbar, der ist verwundbar, der ist kritisierbar. Das heißt, all das ist ein Zeichen der Bedürftigkeit. Ja. Wir können noch mal ein anderes Beispiel machen, was gar nicht so selten vorkommt, auch in Sachen Beziehungen. Das ist jetzt ein Ehepaar, was hat geheiratet, aus welchen Gründen auch immer. Und irgendwann, früher oder später, verliebt sich jemand. Nehmen wir mal an, der Mann verliebt sich in eine andere Frau. Und er stellt fest, dass diese Frau sich auch in ihn verliebt hat und sie stellen fest, dass sie wunderbar zusammenpassen. Und er stellt fest, dass sie viel passender für ihn wäre wie seine jetzige Frau. Außerdem stellt er fest, dass er gar nicht mehr so viele Gefühle für seine jetzige Frau hat und eigentlich gar nicht bei ihr bleiben will. Aber er will ihr nicht wehtun und weil er ihr nicht wehtun will, bleibt er bei ihr. Ja, das könnte man fälschlicherweise dann auch als Liebe bezeichnen. Ich bin aus Liebe geblieben.
Nee, er ist aus Bedürftigkeit geblieben. Ja? Er sagt, er möchte ihr nicht wehtun. Er kann es nicht aushalten, der Schuldige zu sein oder was auch immer. Aber er betrügt ab dem Moment drei Menschen. Er lässt sich selbst im Stich, er steht nicht zu sich. Er bleibt bei einer Frau, die er gar nicht richtig liebt. Und eine, die er liebt, ja, die lässt er auch stehen. Also im Endeffekt ist immer, man kann das immer so verpacken im weltlichen Leben, dass Dinge so liebevoll und nett sind. Und wenn man da tiefer hinschaut, wird man meistens nur Bedürftigkeit finden. Der Chuck Speziano hatte mal einen Buchtitel, der hieß, wenn es verletzt, ist es keine Liebe. Ich fand den Titel damals ganz toll. Ich habe es sogar besessen, aber ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, was die Essenz war, ob der Titel so gemeint war, wenn es verletzt, ist es keine Liebe im Sinne davon, wenn ich mit meinem Handeln jemanden anders verletze, dann ist es keine Liebe, was ich tue. Oder ob es so gemeint war, wenn ich mich von jemand anders verletzt fühle durch das, was der andere tut, dann liebe ich nicht. Und ich wäre heute so, dass ich immer sagen würde, ich wäre bei der zweiten Variante. Wenn jemand sich selber wirklich liebt, echt mit sich ist, authentisch mit sich ist, ehrlich mit sich ist, dann kann er, um sich selber treu zu bleiben, auch jemand anders enttäuschen. Ja? Wenn jemand sich selber liebt, erst dann ist er in der Lage, jemand anders wahrhaft zu lieben. Wenn ich mich selber nicht liebe und ich bemogel mich ständig, dann bin ich auch nicht in der Lage, jemand anders zu lieben. Ja? Und wie oft lassen wir uns selbst im Stich, weil wir uns wieder irgendwo hinten anstellen. Und Jesus sagte auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das Fettnäpfchen, in das wir treten und wahrscheinlich ständig und immer wieder, ist immer das Gleiche. Und das ist, dass wir selber bedürftig sind. Und dass wir aus dieser Bedürftigkeit heraus für uns selber Probleme erschaffen und auch für die Situation. Und das Schlimmste ist, wenn wir das dann nicht erkennen. In dem Moment, wo wir das erkennen, was wir tun, ja, dann kommen wir auch wieder da raus. Aber wenn wir uns als Opfer fühlen und das nicht sehen, was wir da selber machen, dann wird es schwierig. Ja? Und das kenne ich von meinem Leben, das kenne ich von ganz vielen Patienten, das kenne ich von ganz vielen Freunden, Familie, das sehe ich überall, dass alle Enttäuschungen, alle Kränkungen, alle Verletzungen in Wahrheit Liebesprobleme sind. Und das gilt auch für den Angestellten, der in der Arbeit sich nicht anerkannt fühlt vom Chef. Ja? Und der sich anstrengt und Überstunden macht und noch immer mehr, um nur Lob zu bekommen, weil er so hungrig und bedürftig danach ist. Ja? Auch das ist Bedürftigkeit. So, also was ist Liebe? Das, was im Korinther steht, Korinther 13, das ist wahre Liebe. Die macht frei, die macht authentisch und ehrlich. Und ich persönlich glaube, dass jeder Mensch auf der Erde mit der Seelenaufgabe kommt, diese Liebe in sich selbst zu finden und damit er selber sich glücklich machen kann, in Kontakt damit kommt und somit natürlich auch nicht nur sich selbst, sondern auch sein eigenes Umfeld. Ja, wenn man jetzt in der heutigen Zeit mal rausschaut in die Welt, da muss man den Fernseher vielleicht noch einmal kurz anschalten. Dann haben wir Angst, Krieg, Krankheit. Das ist alles das Gegenteil von Liebe. Ja? Das heißt, die Menschheit ist sehr, sehr weit weg von der wahren Liebe. Und ich glaube, jeder kann dann nur bei sich selber anfangen. Aber wenn die Menschheit selber mehr in Liebe ist, dann werden wir es spätestens da draußen merken, indem die Kriege abgeschafft sind, indem die Angst abgeschafft wurde, indem ja, die Welt ganz anders aussehen wird. Also wünsche ich jedem Zuhörer, dass er in der Lage ist, seine eigene Bedürftigkeit zu erkennen und die einzelnen Situationen zu erkennen, dass er in der Lage ist, sich da selbst herauszuholen, sich zu heilen und immer mehr in der Lage sein wird, wahrhaft lieben zu können. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit das Schwere im Leben leichter wird, mit Thea Wachtendorf.